Nach 4 Stunden Fahrt sind Lokführer Michael und die Eisenbahnfans im Zug kurz vor dem Ziel. Mit viel Gefühl steuert Michael seine Ludmilla in den Bahnhof von Dresden. Den Namen Ludmilla verdankt die Diesellok ihrer russischen Herkunft. In den 70er Jahren wurden fast 900 Loks dieser Baureihe in Dienst gestellt. So, da sind wir. Einige Passagiere gehen direkt zum Striezelmarkt, die anderen auf Fotojagd. Für Michael ist das alles harte Arbeit. Abkoppeln, rangieren und die Rückfahrt vorbereiten. Für Reiseleiter Steffen waren die letzten Tage der Vorbereitungen nicht nur körperlich anstrengend. Als gelernter Bankkaufmann muss er auch die Kosten im Blick behalten. Also du musst die Lok anmieten, die Wagen anmieten. Trasse, also hier pro Kilometer zahlen wir auch an die Bahn mindestens 4 Euro. Dann, wenn wir einen Bahnhof halten, zahlen wir auch. Stationsgebühren, ja, ist nicht umsonst. Dann die Abstellung in Dresden, kostet auch Geld. Das ist so, das ist wie wenn du mit dem Auto irgendwo auf Parkplatz fährst. Nur halt eine Nummer größer, gell? Das ist so. Ich schaue mich jetzt erstmal hin, ruhe mich aus. Ja. Nicht nur Steffen hat jetzt Pause, auch Rebecca und Christoph können eine Stunde lang durchatmen. Die beiden wollen einen der ältesten Weihnachtsmärkte der Welt erkunden. Ich sammle auf jedem Weihnachtsmarkt, wo ich bin, kleine Weihnachtsbaumanhänger aus Holz, so kleine Eisenbahnen, irgendwas. Das sammle ich schon seit ein paar Jahren und da schauen wir mal, ob wir heute was finden. Das ist sehr niedlich. Da oben ist auch eine kleine süße Eisenbahn, siehst du die? Dort oben. Die sind schon fast ein bisschen süß irgendwie. Aber ich will eine Eisenbahn. Während Rebecca und Christoph noch auf der Suche nach der richtigen Eisenbahn sind, kann sich Steffen ein paar Stunden erholen. Er will ausgeruht sein, wenn er auf der Rückfahrt wieder zum Reiseleiter wird. Vor dem Wagen sind die anderen ehrenamtlichen Helfer des Vereins mit dem Wasserschlauch unterwegs. Das Problem, die Behälter wurden wegen dem Frost auf Entwässern geschaltet. Und deswegen ist das Wasser raus, das hatten wir jetzt Wassermangel gehabt und jetzt füllen wir das Wasser auf. Christoph ist der Chef vom Thüringer Eisenbahnverein und er hat Glück, denn seine Freundin teilt seine Leidenschaft für Lokomotiven und Züge. Also nicht die Halbrunden, sondern ungefähr, was weiß ich, 2 davor. Die kleine Lok, die davor hängt, ja. Ja. Ja, ich hätte gerne so einen Weihnachtsbaumanhänger mit Eisenbahnen. Ja. Ach, die sind beide süß, oder? Also mir gefällt die linke besser. Die große? Ja. Nehmen wir die große, die hier, genau. Mit der ganz großen geht es dann am Abend wieder zurück nach Weimar. Die Lok kann in ihrer Höchstgeschwindigkeit 120 km pro Stunde erreichen. Also PS am Motor sind 3000 bei der Lok. Jetzt heizen wir ja noch elektrisch, das heißt, jetzt hat sie noch mal 600 kW weniger. Ja, jetzt fährt sie halt, sagen wir mal, mit 2000 PS Antriebsleistung, 1000 PS gehen für die Heizung des Zuges drauf, aber es reicht trotzdem. Also die drei Wagen sind für die Lok auf gut Deutsch Pillepalle. Steffen ist wieder fit und sammelt die letzten Gäste ein. Seit Jahren organisiert er zusammen mit den anderen Vereinsmitgliedern die Ausfahrten. Alles ehrenamtlich. Also fast knapp 20 Mann haben wir drauf von uns. Also wie gesagt, der Lokführer, also 2 Lokführer sind ja von uns vom Verein, die dürfen erfahren. Das sind nicht die Lokführer bei der Bahn bzw. Eisenbahnunternehmen. Dann hast du einen Schaffner hier und das ist vom Fernverkehr, richtig, unser Marco, der auch gerade durchgegangen ist. Selbst die Lokführer oder so machen das in ihrer Freizeit. Ohne dem geht's nicht. Nur ihre Leidenschaft zur Bahn macht so etwas möglich. Die Nostalgie. Er ist eher so der Nostalgie-Fan. Ja, ich lebe immer ein bisschen in der Vergangenheit. Das Ambiente, die alten Waggons, die alte Diesellok. Ja, das gibt es heutzutage nicht mehr. Ich mache das alles ihm zuliebe mit, genau. Schließlich Ankunft in Erfurt. Nach 2 Tagen intensiver Arbeit und wenig Schlaf fällt die Anspannung ab. Wir haben es geschafft. Es ist vollendet, das Werk. Und ja, das heißt endlich Feierabend. Okay, es geht jetzt zurück nach Weimar und dann machen wir alle Feierabend, wenn wir hier sind.
Schon morgen früh wollen sich die Bahner aus Weimar wieder treffen, um neue Pläne zu schmieden.